Er ist wohl ohne jeden Zweifel eines der berühmtesten Gesichter Deutschlands und gefühlt jeder Sportbegeisterte hat eine Meinung über ihn. Die Rede ist von Joachim Löw. Und auch wenn es seit der enttäuschenden WM 2018 in Russland zahlreiche Stimmen gab, die ihn vorzeitig von seiner Position stürzen wollten, so ist er jetzt schon der wohl bedeutendste Trainer, den die DFB-Elf je hatte. Was viele nämlich gar nicht wissen, Jogi Löw hat wie kein Zweiter einen Rekord nach dem anderen gebrochen und bei so gut wie jedem Turnier der letzten 15 Jahre für sensationelle Ergebnisse und den richtigen Riecher gesorgt. In diesem Video wollen wir uns daher zum Ende von Jogi Löws Bundestrainerlaufbahn einmal ausführlich den sensationellen Errungenschaften des wichtigsten deutschen Trainers widmen. Wir zeigen euch kaum bekannte Details aus seiner sportlichen Laufbahn, geben konkrete Einblicke in sein abgefahrenes Privatleben und präsentieren sogar eine kuriose Wahrheit, mit der ihr vermutlich nie gerechnet hättet. Es wird also spannend, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was euer Lieblingsmoment von Jogi Löw ist. Wir sind gespannt. Bevor wir zu den unglaublichen Erfolgen und dem krassen Privatleben von Jogi Löw kommen, gehen wir jedoch zunächst auf die Zeit vor seiner Position als Bundestrainer ein. Denn unglaublich aber wahr, es gibt wohl kaum einen Ex-Fußballer, bei dem es unwahrscheinlicher war, dass er jemals Nationaltrainer wird als bei Jogi Löw. Während andere Ex-Spieler, die später Trainer wurden, nämlich schon seit ihrer Kindheit nur das Ziel Fußballprofi hatten, sah der Lebensweg von Löw zunächst deutlich anders aus. Nach seiner Geburt 1960 wuchs er in dem beschaulichen Dorf Schönau im Schwarzwald auf und spielte dort für einige kleine Dorfvereine. Zwar galt er als talentierter Nachwuchsstürmer, dennoch ging er im Vergleich zu anderen Spielern seiner Generation nie das Risiko ein, alles auf eine Karte zu setzen. Neben seiner Spielerkarriere in kleineren, unbedeutenden Ligen schloss er nämlich die Schule mit der mittleren Reife ab und absolvierte sogar eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Zur gleichen Zeit war er außerdem als Ministrant tätig und spielte Fußball an sich nur noch aus Spaß. Im Alter von 18 Jahren schaffte Löw dann allerdings endlich den Sprung zu den Profis. Er spielte zunächst für den FC Freiburg, ehe er in den nächsten Jahren durch weitere Stationen bei Clubs wie Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart oder dem Karlsruher SC eine mehr oder weniger erfolgreiche Karriere in der ersten und zweiten Bundesliga erlebte. Allerdings fiel er dabei nie so krass auf, dass er es zu einem Top-Club wie Bayern München oder dem HSV schaffte, weshalb er abgesehen von wenigen Spielen für die U21-Nationalmannschaft keine besonders spektakuläre Spielerlaufbahn erlebte. Im Vergleich zu anderen späteren Nationaltrainern wie Franz Beckenbauer oder Rudi Völler standen die Vorzeichen bei Löw also extrem schlecht, dass er eines Tages doch noch eine wichtige Rolle im deutschen Fußball spielen würde. Allerdings begann sich das Blatt langsam zu wenden, als er vom Spielfeld auf die Trainerbank wechselte. Nach seiner aktiven Karriere begann er nämlich damit, seine Leidenschaft für Taktik an der Seitenlinie umzusetzen und arbeitete sich vom Schweizer Drittligisten FC Frauenfeld über Stationen als Co-Trainer beim VfB Stuttgart und Fenerbahçe Istanbul bis zum Karlsruher SC hoch, bei dem Löws Leben 1999 eine unfassbare Wendung nahm, mit der er selbst wohl nie gerechnet hätte. Er erhielt die Einladung, einen Lehrgang zu besuchen, der ihn später dazu berechtigte, Mannschaften des DFB zu trainieren. Allerdings hätte es eigentlich jedoch nie zu diesem Lehrgang kommen dürfen. Um nämlich Trainer von einem Team des Deutschen Fußballbundes sein zu dürfen, musste man zu dieser Zeit eigentlich mindestens selbst 40 Spiele im Trikot der Nationalmannschaft absolviert haben, was bei Löw jedoch überhaupt nicht zutraf. Da er jedoch einige Jahre vorher eine Ausbildung zum Fußballtrainer in der Schweiz begonnen hatte, konnte er durch ein Schlupfloch an dem Lehrgang teilnehmen, der ihn nicht nur zum DFB brachte, sondern letzten Endes sogar sein Leben veränderte. Da er den Lehrgang nämlich mit Bestnoten abschloss, fand er sich bereits 4 Jahre später als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft wieder und wurde in den kommenden Jahren zu einem der besten Trainer seiner Generation. Bevor wir jedoch auf die unglaublichen Leistungen von Jogi Löw als Trainer eingehen, kommen wir zunächst zu seinem verrückten Privatleben. Denn auch wenn Löw aufgrund seines schlichten Kleidungsstils und besonnenen Auftretens oft den Eindruck eines ganz gewöhnlichen Bürgers macht, so kann er sich aufgrund seiner Bekannt- und Beliebtheit einen Lebensstil erlauben, von dem die allermeisten nur träumen können.
Denn spätestens seit seiner Beförderung zum DFB-Cheftrainer bezieht Löw ein geschätztes Jahresgehalt von 3,8 Millionen Euro, was er durch zahlreiche Werbeverträge mit Firmen wie Nivea oder TUI Jahr für Jahr um weitere Millionen ergänzt. Mittlerweile soll er dementsprechend über ein geschätztes Privatvermögen von über 20 Millionen Euro verfügen, von dem er sich auch mal den ein oder anderen Luxus gönnt. So lebt er nicht nur in einem großflächigen Haus in der baden-württembergischen Kleinstadt Wittenau bei Freiburg, er hat zudem laut einigen Presseberichten eine luxuriöse Wohnung mitten in Berlin, um von dort aus mobil zu sämtlichen relevanten Spielen in Europa reisen zu können. Bis vor kurzem lebte er in diesen Wohnsitzen übrigens zusammen mit seiner Frau Daniela, die sich jedoch 2016 von ihm trennte. Neben dem idyllischen Landleben und seiner Leidenschaft für Fußball geht Löw jedoch noch einer weiteren Tätigkeit nach, von der die allerwenigsten etwas wissen. Und zwar ist er politisch sehr aktiv. So lobte er nicht nur vor einiger Zeit Greta Thunberg für ihr vorbildliches Verhalten für den Klimaschutz, er wurde 2016 außerdem als Wahlmann der Grünen aufgestellt, um bei der Bundesversammlung über die Wahl des neuen Bundespräsidenten zu entscheiden. Allerdings ist der Umweltschutz nicht das einzige, was Jogi Löw privat beschäftigt. Denn so wichtig ihm nachhaltige Politik und der Schutz der Umwelt auch sind, so lässt er es sich angeblich nicht nehmen, gelegentlich ein paar Fahrten in schicken Autos zu machen, um so den Kopf von seinem stressigen Alltag freizukriegen. Besonders angetan haben es ihm dabei die Autos von Mercedes-Benz und er soll dementsprechend einen kleinen Fuhrpark aus verschiedenen Daimler-Klassen sein eigen nennen. Kommen wir nun jedoch zur unfassbaren Trainerkarriere, in der Jogi Löw bis heute einen Rekord nach dem anderen gebrochen hat. Nachdem er 2004 nämlich zunächst Co-Trainer von Jürgen Klinsmann und 2006 sogar Cheftrainer der DFB-Elf wurde, gab es außer 2018 kaum ein Jahr, in dem Löw seine Mannschaft nicht zu absoluten Top-Leistungen pushte. Er ist mittlerweile nämlich nicht nur der DFB-Trainer mit der mit Abstand längsten Amtszeit, sondern auch der Trainer mit der besten Statistik aller Zeiten. Seine Siegesquote liegt nach fast 200 Spielen bei unglaublichen 63% und abgesehen von der wie gesagt desaströsen WM 2018 schaffte er es, seine Mannschaft zwischen 2008 und 2016 bei jedem großen Turnier mindestens ins Halbfinale zu bringen, was ihn nicht nur von all seinen Vorgängern unterscheidet, sondern allgemein im Weltfußball einmalig ist. Der größte Triumph war dabei natürlich ohne jeden Zweifel der WM-Sieg 2014 mit dem sensationellen 7:1-Sieg im Halbfinale über Gastgeber Brasilien, der ihn sogar zum Welttrainer des Jahres machte. Allerdings ist seine Leistung abseits der Statistiken für viele noch viel relevanter. Während andere erfolgreiche Trainer nämlich vor allem durch durchdachte Taktikanalysen auffallen, erzählen viele Spieler von Löw oft von einer ganz anderen Seite, nämlich seiner Menschlichkeit. Laut ihnen ruft er nicht nur bei jedem Geburtstag persönlich an, sondern ist oft der Erste, der sich meldet, wenn ein Spieler gerade Vater geworden ist oder geheiratet hat. Darüber hinaus scheut er es nicht, mit jedem Spieler das Vier-Augen-Gespräch zu suchen, um sich sowohl über die privaten Zustände als auch die spielerische Motivation zu informieren. Dieses Interesse am Wohlergehen seiner Spieler, aber auch seine taktische Brillanz sorgen am Ende dafür, dass Löw nicht nur bei seinen eigenen Schützlingen extrem beliebt ist, sondern auch weltweit von den größten Superstars anerkannt und geachtet wird, weshalb er ohne jeden Zweifel einer der prägendsten Trainer der letzten 15 Jahre ist. Zum Abschluss dieses Videos wollen wir nun noch kurz auf die Zukunft von Jogi Löw eingehen. Denn auch wenn man sich ihn nur schwer in einer anderen Rolle als der des DFB-Coaches vorstellen kann und es eigentlich nur sinnvoll klingt, dass er nach all den Jahren als Nationaltrainer in den wohlverdienten Ruhestand geht, so scheint Löw selbst überhaupt keine Lust auf die Rente zu haben. Ganz im Gegenteil. Tatsächlich soll bereits einer der legendärsten Fußballclubs der Welt konkretes Interesse an einer Tätigkeit Löws angemeldet haben, als bekannt wurde, dass er im Sommer 2021 als DFB-Trainer aufhören wird. Und zwar Real Madrid. Laut einigen spanischen Medienberichten soll der Verein aus der spanischen Hauptstadt bereits konkret bei Löw und seinem Management angefragt haben, ob er nicht Lust hätte, die Mannschaft um Toni Kroos und Eden Hazard zu trainieren. Darüber hinaus brachten einige Sportjournalisten den deutschen Bundestrainer auch mit Real Madrids großem Rivalen, dem FC Barcelona, in Verbindung, was für viele Fans aufgrund von Löws angriffslustiger Taktik vermutlich eine passende Kombination wäre.
Zwar dementierte Löw zunächst alle Gerüchte und verwies immer wieder darauf, nach der EM 2021 erstmal eine kleine Pause zu machen, für viele Experten gilt es jedoch als fast schon gesichert, dass er in spätestens 1 bis 2 Jahren einen internationalen Topclub trainieren wird. Ob dies nun tatsächlich Real Madrid sein dürfte oder nicht auch ein anderer großer Verein aus der englischen Premier League wie Manchester United oder Arsenal London, ist zwar noch nicht endgültig geklärt, allerdings werden die Fußballfans dieser Welt wohl noch länger in den Genuss von Löws taktischen Fähigkeiten kommen. Und das war's auch schon mit unserem Video und der unglaublichen Wahrheit über Yogi Löw. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr ihn als Bundestrainer vermissen werdet. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.